Fehlende Arbeitsplätze, Abwanderung und Leerstand zahlreicher Wohnungen stellen die Stadtplaner vor ganz neue Aufgaben. Der Abbruch von Wohn- und Industrieanlagen schafft Brachen, die es in sinnvoller Weise mit der umgebenden Natur zu verknüpfen gilt. So wird versucht, die Schrumpfung der Stadt in erträglicher Weise zu gestalten. Heute ist Dessau eine Stadt in einer zwiespältigen Entwicklung. Die einstmals beachtliche Industrie ist nach der Wende verkümmert, nur wenige Produkte waren weltmarktfähig. Der notwendige Strukturwandel, in anderen Teilen Deutschlands eben mühsam bewältigt, führte zu Arbeitslosigkeit, Identitätsverlust und Abwanderung. Unter diesen schwierigen Verhältnissen versucht die Stadt, ihren Charakter als regionales Kultur- und Einkaufszentrum zu erhalten. Von der Tristesse einer sterbenden Stadt kann allerdings keine Rede sein. Die Altersstruktur der Stadt hat sich gravierend gewandelt. Es überwiegen die älteren Jahrgänge. Pflege- und Klinikeinrichtungen nehmen einen großen Bereich allgemeiner Dienstleistungen ein und haben zahlreiche Arbeitsplätze entstehen lassen. Wenn man bereit ist, diesen Umstand nicht als Manko, sondern als gegebene Situation zu akzeptieren, bieten sich für die Zukunft noch reiche Betätigungsfelder. Das Anhaltische Theater mit über 200-jähriger Tradition zehrt noch heute, ebenso wie die Anhaltische Gemäldegalerie Schloss Georgium, von den Gütern, die in Zeiten landesfürstlicher Herrlichkeit angeschafft bzw. kultiviert worden sind.